So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator. Ja, da würde ich mal sagen, legen wir direkt mal los hier. Und auf los geht's los. Machst du mal los jetzt hier? Danke. Level 6. Und schon privat insolvent. Ab jetzt geht das Level höchstens übrigens nur noch runter, ne? Wir bekommen 4000 Euro für diese Lieferung. Restzeit recht. Bin mal gespannt, wie viel wir denn pro Tag so ungefähr verdienen. Lass So. uns loslegen. Jetzt sag ich hoch. Mit dem Kopf durch die Wand. Oh, ich fahr zu schnell. YOLO. Muss ein bisschen Geld verdienen. Wir müssen schneller fahren. Zeitdruck. Wie im echten Leben. Oh, da vorne kommt ein Kreisverkehr. Upsidi. Das war's mit dem Schnellfahren. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Was haben wir eigentlich alles? So, hier haben wir die Spritanzeige, dann haben wir hier den Kraftstoffverbrauch, Motortemperatur und nochmal die Geschwindigkeit. Hier haben wir Öl, was auch immer, und hier den Kraftstoff. Ja, ich glaube mal, Kraftstoff macht am meisten Sinn. Denn wenn der zur Neige geht, haben wir ein Problem. Ach, da richtig Spaß, ey, wow. Okay, hier wird es mir ein bisschen enger. Und ein Kreisverkehr. Ah, da vorne ist ja schon das Ziel. Lol. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. War ja klar. Oh! Mein LKW blinkt. Ah! Ja, stimmt. Wir haben ja jetzt diese komische Rundumleuchte. Wieso war die aktiv? Nice. Achso, siehst du, wie viel Schaden haben wir jetzt bekommen? Boah, direkt 12. Oh, Alter. Da will man einmal einen Zug beobachten und schon alles kaputt. Scheiß die Wand an. Sieht man hier auch gleich, wie teuer das Ganze? Boah. Ja, klar. Danke dafür.
Das war dezent dumm. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Zufriedenstellend. Ja, wegen Schaden. Aktive Aufträge der Firma? Nee, wir müssen erstmal Werkstatt aufsuchen. Ja, das war ja richtig schön dumm. Gibt es überhaupt eine Werkstatt? Da oben gibt es eine Werkstatt. Auf geht's. Kann ich hier am Haus dran vorbei? Wo kommen die Paletten her? Die waren da vorhin noch nicht da. Ach, Leute, ernsthaft jetzt? Könnt ihr mich nicht mal so vorbeilassen hier? Kann mich da auch immer jemand hier... Okay, let's go, tschüss! Ja! Entschuldigung! Als ob die Schranke so laut ist, dass ich die hier hinten noch so laut höre, bei geschlossenem Fenster. Ah. Demnächst rechts abbiegen. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Nach rechts ab. Da war noch gelb. Hab's genau gesehen. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen.
Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Ach, hier vorne. Okay. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Mein Leben ist vorbei. Vor allem bei den Kosten, die jetzt auf uns drauf zukommen. Oh, es tut so weh. So, achso, wir brauchen jetzt erstmal einen neuen Auftrag, ne? Da. Bup. Gerade mal 9000. Bei dem, was wir verloren haben. Ja gut, es ist aber auch eine relativ kurze Strecke, ne? Und dafür schon 9000? Das ist natürlich schon geil. Geil. Ja, let's go. Los. Durch, ja. Demnächst links abbiegen. Oh, Dreck nimm an. Na komm, geh auf hier. Kann man das Tor aufgehen? Entschuldigung, verzögert sich um 3 Stunden. Hallo, Tor. Tor. Bin ich hier falsch? Ach, da muss ich... Oh, ich bin hier falsch. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Man wird sich ja wohl noch mal verfahren dürfen, ja? Aufträge, Schnellaufträge im Frachtmarkt. Genau das. Annehmen. Haben wir noch was Besseres? Nö. Da hinten. Der reinigt immer noch die Fenster. Oder schon wieder. Nee, ist ein anderer. Reinigt überall die Fenster, oder was? Muss ich denn da hin? Okay. Ja, das wird schon. Sag ich doch. So, jetzt aber hier vorsichtig. Ich muss den Hänger erstmal rumziehen. Ich muss den Hänger noch weiter rumziehen. So und so, damit der Hänger ein bisschen gerader kommt. Das war jetzt ein bisschen zu weit. Aber so von der Materie war es schon. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, nicht übertreiben, hier. Ronny, beruhig dich, Immer atmen, immer ruhig atmen. Ja. Und jetzt langsam, Rinder. Langsam. Oh mein Gott, beschleunige doch nicht. So, ja, das war schon. So. Und. Ja, Rad ist in der Mitte. Okay.
So, let's go. Fraß wurde aufgeladen. Speichern. Zeit zu gehen. Wohin? Jetzt brauche ich auch keinen Warnblinker mehr anmachen. Biege nach links ab. Mach hin, da kommt ein Auto. Mach's jetzt mal hin, ne? Haff, 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 haff. Die warten ja doch. Jetzt musst du warten. Noch ein kleines Moment musst du warten. Wollen wir sie alle verarschen? Okay, danke. Sehr lieb von euch. So. Sehr schön. Seit wann warten die? Am Kreisverkehr wird der Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Biege nach rechts ab. Ja, ist doch gelb, ist doch... Nein! Egal. Links halten. Ach nee. Und dann links abbiegen. Da hinten müssen wir jetzt links. Biege nach links ab. Ich seh die Ampel gar nicht. Ah, doch, ja. Jetzt sehe ich die Ampel. Links abbiegen. Biege nach links ab. Schöne Wolken, by the way. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen nach... Achso, hier gibt es noch eine Strecke. Da. Aufbrechen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Eieieiei. So, oh, Nebel. Ja, so viel zum schönen Wetter. Digga, jetzt ist... Das, guckt euch den Himmel da draußen an. Da gibt es gar keinen Himmel mehr. Himmel am Arsch, die Räuber. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Boah, klingt schon extrem realistisch und geil, oder?
Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Alter, ein Kreisverkehr dann nach dem anderen hier. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Geradeaus. Nein! Oh! Easy. Wow, genau die 80 getroffen. Respekt, Respekt. Mehr sollten wir auch bei dem Wetter auch nicht fahren. Alter, ich glaube, ich schlitter schon richtig, oder? Lol. Bitte links halten. Wieso links? Ich bin noch ein LKW, ich fahr rechts. Wer weiß. Das klang arschgeil. Alter, wie geil war das denn bitte? Ich bin schaulustiger. Handy rausholen. Was machen die hier? Ernsthaft, ein Schwertransporter muss überholen? Habt ihr nicht alle Langeweile? Jetzt. Alter, aber. Überholt er hier echt mit 60 km/h? Entschuldigung. Manche Leute, so wie mich zum Beispiel, sollte man einfach wegsperren. Oh, was ist da vorne los? Ah, nice. Hab gerade meine Tasten zum Speedometer. Weiß ich denn so? Tempomat. Verstellen gefunden. Der hätte ich ja umgestellt gehabt.
also überhaupt erstmal eingestellt, weil standardmäßig waren sie, glaube ich, gar nicht belegt. Und da habe ich halt so eingestellt, dass ich, dass sie halt belegt sind und ich quasi den Tempomat, während er aktiv ist, verändern kann. Was schon geil ist. Vor allem das Coole ist ja, der Tempomat hat ja eine, wie sagt man das? Eine Toleranz von 5 km/h. Das heißt, wenn ich jetzt so um 5 km/h runtergehe, passiert noch nichts. Er rollt quasi einfach aus. Aber wenn ich jetzt sehr hart runtergehe, dann macht er die Motorbremse rein. Das heißt, er bremst auch richtig runter auf die entsprechende Geschwindigkeit. Was schon echt geil ist. Ich mach mal Licht an, ne? Okay, bringt nicht so viel. Ich dachte, bringt jetzt voll was. Achso, siehst du, warte mal kurz. Hä? Warte mal ganz kurz. Wie kann ich denn meine ganzen anderen Lampen einschalten? Licht einstellen. Und Umleuchte sind die. Müssen die Blinker sein. Gibt es dafür extra Tasten oder was? Wartet mal ganz kurz. Bremst links hoch, rund, neutral hoch, runtergetriebe, fern, Motor, Auflieger, Retarder, LKW, Auflieger, Differenz, Blink links, Warn, Blink Licht, Modi, fern, rundum leucht. Fernlicht, genau, ist die K-Taste. Rundum ist O. Und mehr gibt's doch gar nicht. Scheinwischer, Scheintempomat. Genau, hier die beiden Tasten, die sind standardmäßig nicht belegt, glaube. Und ich habe die halt definiert. Dementsprechend kann ich die Tempomatgeschwindigkeit halt auch verändern. Ja, eben, mehr Licht gibt's gar nicht. Ach, wir können unsere Fanfare testen. Oho, haben wir ja jetzt. Moment mal, aber wie steuere ich denn jetzt das Licht? Hä? Jetzt kann ich alles mit K steuern. Muss man das verstehen? Ja, jetzt sieht man auch richtig das Licht. Wow, geil. Das nenne ich mal Fanfare. Okay. So, fahren wir mal wieder los hier. So, Tempomat wieder rein. Ach nee, geht da erst ab 30 km/h oder so, wartet, ne? So, jetzt? Genau, jetzt geht's. Achso. Regen hat aufgehört. Oh, das ist Licht, Alter. Hoho. Nee, wir waren Lichthupe. Achso, die J-Taste. Wackelkontakt. Wird aber schon dunkel, ne? Sollten wir uns bald mal einen Rasthof raussuchen. Ach so, siehst du? Wo war jetzt Optionen, Tasten? Was waren das? Routen Advisor, Zustand, Auftragsbeschreibung war F7. Okay. Wir haben noch 32 Stunden. Und brauchen noch 13 Stunden. Also einmal schlafen sollte möglich sein, ne? Gut, dann fahren wir mal den nächsten Rastplatz an. Und dann packen wir uns mal hin. Ah, wenn ich jetzt F3 öffne, dann bleibt er auch bei der Ansicht. Cool. Dann können wir das eigentlich so lassen, ne? So stört es ja nicht wirklich. Sehr geil. So, haben wir immer die wichtigsten Daten im Dixabums da. Navigator haben wir ja direkt im LKW. Brauchen wir also auch nicht mehr. Das heißt, das Ding kann offen bleiben. Da sehen wir sogar, wie müde wir sind. Also eigentlich müssten wir noch nicht schlafen, aber es wird jetzt dunkel. Das heißt... Oh, Alter! Das ist mal ein Unterschied, ey! Woo! Partybeleuchtung.
Ich sag dir doch, das lohnt sich. Genau, das normale Licht. Man sieht hier vorne so ganz leicht diesen ganz kleinen Lichtschein, ja? Also so mikromal sieht man das, ja? Da so ganz leicht so die Lampen. Das ist dann so Weitscheinwerfer. Und das ist unser Licht. Ja, das ist Partybeleuchtung, Alter. Alter, wie krass ist das denn bitte? Ist das geil. So. Genau, so fahren wir. Dam, dadam, dadam, dadam. Wird aber echt schnell dunkel. Na gut, okay, so schnell wie die Zeit vergeht, ist ja auch kein Wunder. Ey, sogar unser Auflieger hat Licht. Da kann man so ganz leicht die Aufliegerlampen erkennen. Sehr nice. Oh, Blinker kennt man auch. Und das... Oh, Alter, das ist ja nicht mal ein Strobo. Boah, der LKW ist so geil, Alter. Dann aus wie geil ist das, ey. Wie geil ist das, bitte. Oh mein Gott. Die Ausfahrt rechts. Demnächst links ab. Biege nach links ab. Was ist mit dir los? Fahr doch mal. So, da ist frei, let's go. Was ich noch nicht verstehe, guck mal genau hin. Also, jetzt ist die Lampe, also diese Laterne hier, ist jetzt vor uns. Ja, das heißt, jetzt müsste das Licht langsam in die Fahrerkabine reingehen. Sieht man ja auch. Aber jetzt ist das Licht genau neben uns. Das heißt, jetzt müsste man den Schatten von der Decke hier oben sehen. Aber das Ding ist immer noch komplett beleuchtet. Und wenn ich jetzt genau da runterfahre oder sogar schon davor stehe, dann dürfte in der Kabine gar kein Licht mehr ankommen. Hier müsste überall Schatten sein. Aber es ist hell erleuchtet. Also irgendwie haben sie... Die Fahrerkabine wird irgendwie als Schatten nicht mitberechnet, habe ich das Gefühl. Sehe ich denn hier vorne einen Schatten? Ne, hier hat er auch keinen Schatten. Der LKW wirft gar keinen Schatten. Aber wenn die Sonne scheint, dann haben wir doch einen Schatten, oder nicht? Ah, kurz, habe ich die Schatten deaktiviert? Warte mal ganz kurz. Grafik. Schärfkorrektur, Wiege, Spiel, Wetter, Spiegel, Textur, Filterung, normal mit Bing, Scheinwerfer, Fahrzeugbeleuchtung, Kegelwerk, Hoch, Fußgänger, wo waren das? Größe, Schattentextur. Schattenqualität ist aktiv. Ultra. Ah, da geht's noch höher. Ja. Haben wir jetzt Schatten? Oh, muss er neu laden? Okay. Ja, ultra am Arsch. Nee, hat sich nichts geändert. Immer noch genau das Gleiche. Gut, dann können wir das auch auf hoch lassen. Das ist ja echt irgendwie ein bisschen deprimiert jetzt. Weil am Tage in der Sonne, die Sonne, die wirft ordentliche Schatten. Aber das Laternenlicht irgendwie gar nicht. Das wirft gar keine Schatten. Na gut, dann belassen wir das auch an der Stelle mal. Er speichert ja eh automatisch. Für die Folge lassen wir es mal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn es dann heißt, irgendwas halt. So, genau. Ja. Bis dann.